Hallo und willkommen zurück bei BOTS. Heute freue ich mich total, euch diese neue BOTS Pro Serie zeigen zu dürfen. Das Beste an unserer neuen Serie ist, dass sie sehr unkompliziert ist. Also ihr könnt die brennen von 1020 bis 1280 Grad und die wird echt immer schön. Bei 1050 Grad ist die Glasur deckend und eher farbiger. Im Zwischenbereich, bei 1150 Grad, wird sie schon etwas transparenter. Während sie im Steinzeugbrand, zum Beispiel bei 1250 Grad, eine schöne, glasige, pastellige Optik erhält. Also ich finde diesen Celadon-Becher so toll. Ich liebe diese Glasur. Und weil man das auf diesem Becher so toll sehen kann, würde ich euch jetzt anhand dieses Beispiels zeigen, wie es geht. Bei dieser cremigen Glasur nehme ich am liebsten unseren neuen weichen Pinsel, weil damit lässt sie sich super aufstreichen. Ich trage hier jetzt zwei Schichten auf, weil wir unseren Becher ja bei 1250 Grad im Steinzeugbrand brennen wollen. Wenn ihr bei 1050 Grad brennt, dann tragt bitte drei Schichten auf, dann wird sie super deckend. Ich mache meinen Becher jetzt von innen weiß mit unserem Opalweiß aus der Pro-Serie. Dann kann man nach dem Brand den Übergang total schön sehen. Denkt daran, die Standfläche freizuwischen, denn im Steinzeugbrand könnte die Glasur so ein bisschen laufen. Ihr habt sicher bemerkt, ich bin echt begeistert von unseren neuen Glasuren, weil ihr da so viele spannende Sachen mitmachen könnt. Ich zeige euch dazu jetzt noch ein paar Fotos und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.